Hallo meine wundervollen Fische, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut und ihr befindet euch in bester Gesundheit. Wir sind ja jetzt gerade aktuell zwischen zwei Finsternissen. Wir haben morgen den Vollmond im Stier. Das ist ja die Mondfinsternis und wir hatten ja erst gerade die Sonnenfinsternis. Also diese Finsternisse sind ja sehr herausfordernd für den einen oder anderen. Nichtsdestotrotz werden wir uns hier die Zeitfrequenz von Anfang bis Mitte November 2023 anschauen. Ich habe wieder ein Tarot mit dabei. Das Tarot werde ich klären mit den Lennys und ich habe hier Orakelkarten, die ich jetzt gleich verwenden werde. Denkt bitte mal daran, das ist ganz, ganz wichtig, lieber Fisch. Liebe, ja, wie sagt man immer, Nemos und Doris, ja. Denkt bitte daran, wenn ihr nicht mit dieser Legung in Resonanz geht, dann kann es sein, dass diese Energien noch nicht in eurem Energiefeld sind. Dann schaut ihr euch bitte gerne mal Mond, Venus, Aszendentzeichen an. Oder ihr speichert euch diese Legung ab und schaut sie euch zu einem anderen späteren Zeitpunkt noch einmal an, meine Lieben. Oder für alle die, ihr könnt euch natürlich, die nicht abwarten können, wollen oder die irgendwas haben, was ihnen auf der Seele, auf dem Herzen brennt. Ihr könnt euch natürlich auch eine persönliche Legung bei mir buchen oder auch Heilarbeit. Ich sage immer, alles, was man in 23 lässt, ja, das kommt natürlich nicht mit in 24. Das heißt immer, es kommt darauf an, inwiefern du bereit bist, dann in dich zu investieren, um dass du halt ein Stück weit deine Themen in 23, die in 23 auch präsent nach oben kamen, ja, die du auch in 23 schon abarbeiten kannst, ne? Das ist immer ganz wichtig. So, ich werde zwei verschiedene reinlegen. Für alle die, die jetzt neu sind auf meinem Kanal, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich werde zwei reinlegen. Die erste Reihe wird sein, die erste Woche, die zweite Reihe wird sein, die zweite Woche. Ich werde jetzt euch jeweils zwei Karten ziehen, die mich hier so anlachen. So, das ist die erste Karte und die zweite Karte ist hier weiter hinten. Das ist diese hier. Das ist das zweite Hauptthema. So, meine Süßen. Dann werden wir doch mal in die erste Woche schauen. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Okay, lasst uns schauen. Wir haben die Zahl 7. Vielleicht ist es eine bedeutende Zahl für dich. Vielleicht... Hier möchte etwas losgelassen werden. Ich, also für die, die mich noch nicht kennen, alles, was mir passiert in den Videos, sei es, die Karten fallen mir aus der Hand, es schuckelt und ruckelt der Tisch, die Kamera, das sind alles Zeichen und Symbole, die ich mit ins Feld nehme, ja. Also die Botschaft hier ist, lasse deine positiven Gefühle Kreise ziehen, ja. Okay, also schau bitte mal, die 7 steht ja im Tarot, zum Beispiel für 7 der Schwerter oder 7 der Stäbe, 7 der Schwerter, Unehrlichkeiten, Lug und Trug, 7 der Stäbe, sich rechtfertigen müssen, 7 der Münzen, man hält Rückschau, man schaut, was man gesät hat und wie weit man sich entwickelt hat, und 7 der Kelche, Stagnation, du hast die Qual der Wahl. Und das alles mit der 7 zusammengefügt aus dem Tarot sagt mir letztendlich, dass du bitte, lieber Fisch, mal schaust, was macht dich glücklich, was stimmt dich positiv ein, und lasse genau das, was dich positiv einstimmen lässt, lass diesem Gefühl einfach freien Lauf und lasse Kreise ziehen, ja, also dass du das sozusagen vergrößerst, diese Frequenz, also diese, guck mal, du stehst hier, ja, und stapfst letztendlich mit deinen Füßen ins Wasser und dann entstehen Kreise und die Kreise sind das Positive, dass du genau daran festhältst, okay. Gut, meine Lieben, jetzt schauen wir, was das Tarot zu euch sagen möchte für die erste Woche, für die Fische. Liebe lichtvolle geistige Welt, für die Fische, geborene Noris, nein, Nemos, wie komme ich denn jetzt auf Nori? Nemo und Co. Nomi, Nemo und Dori. Merkt ihr, ich fange schon an, das sind schon die Energien der Finsternis. Wir sorgen dafür, dass du dich versprichst. Ja, wunderbar. Egal. Concentration. Also, meine Lieben, guckt mal. Teamfähig. Ja, das seid ihr Fische. Also, hier geht es darum, dass du eventuell ein Stück weit im Team arbeiten wirst in der ersten Woche, dass du etwas kreieren wirst, dass du etwas erschaffen wirst, was sich letztendlich positiv auswirken wird,
weil diese positiven Gefühle hier Kreise ziehen werden. Ach, der Stäbe, es geht etwas voran. Etwas, was du im Team erarbeitest, etwas, was du im Team kreierst, ja, das wird letztendlich Kreise ziehen und das wird sich im Team positiv auswirken, ja. Vielleicht kommunizierst du das aber auch. Gucken wir mal, was kommt jetzt hier bitte noch für die Fische? Alle, die es im Hintergrund ein bisschen rascheln und knautschen und knarren und keine Ahnung hören, das war gerade mein Doxa-Mädchen, die hat sich ihr Bettchen gemacht. Also für die, die noch nicht wissen, was hier los ist, ich habe einen Hund zu Hause und die schnarcht und grunzt öfter mal oder macht sich halt ihr Bettchen und dann habt ihr es etwas lauter im Hintergrund. So, meine Lieben, nur mal zur Info. Was haben wir hier noch? Vier der Münzen. Ja. Du bist eher ruhig, du bist eher, ich will mal sagen, nicht nichtssagend, aber das ist ganz interessant, lieber Fisch, weil, guckt mal, wir haben hier die Herrscherenergie und letztendlich weißt du genau und hast voll den Plan. Ich sehe dich hier auch in der herrschenden Energie. Ja, warum? Weil du einfach nur tust. Du unterstützt Menschen, weil du teamfähig bist. Drei der Münzen. Du bringst etwas voran, wo du sagst, es wird Zeit, dass man jetzt vielleicht auch neue Wege geht. Aber dennoch bist du schweigsam, möchtest dich vielleicht öfter mal zurückziehen. Du bist, es gibt gerade so einen Spruch, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das wirst du in der ersten Novemberwoche leben. Deswegen auch die vier der Münzen. Du bist eher ruhig, schweigsam, nachdenklich, überlegend. Zumindest was das nach außen betrifft. Könnte auch ein Finanzthema sein. Ja, erfolgreich durch miteinander zusammenarbeiten. Du bist lösungsorientiert, du weißt genau, wo du hintreten musst, damit oder wie doll du irgendwo hintreten musst, wie sehr du deine Energie irgendwo platzieren darfst, damit die Kreise deiner Positivität Wellen schlagen. Wow, das ist ja mega. Ach, der Stäbe, Veränderung. Veränderung durch Vorangehen. Ja, lieber Fisch, du wirst definitiv, wirst du Dinge verändern, durch das erfolgreiche Entscheiden, miteinander wirken. Und dennoch bist du trotzdem schweigsam. Da kommt noch nicht mal ein Blub von dir. Ja, ein Genießer genießt und schweigt. Du bist auch kein Mensch, der sagt, hey, guck mal, was ich alles habe. Nee, du bist da ganz anders unterwegs. Aber das wird sich reduzieren. Das ist immer nur so etappenweise. Es nagt auch etwas an dir. Vielleicht hat auch dieser Zustand, bis du hier etwas entschieden hast. Du bist auf jeden Fall die Hauptperson. Du bist der Herrscher, ja, die Bestätigung, meine lieben Fische. Aber es nagt auch etwas an dir. Oder du reduzierst das Zurückziehen. Beides ist hier möglich für euch, ja. Manche Fische tun sich auch sehr, sehr schwer im Verändern. Entschuldigt bitte. Aber es wirkt sich auf jeden Fall erfolgreich positiv aus, die Veränderung. Sie zieht positive Kreise. Die zweite Woche. Kann ein Thema sein, können auch verschiedene Themen sein, ne? Ganz klar. Wir haben hier die 37 Quersumme 10. Ideale Vorgehensweise. Und das ist auch das, was ich sehe. Guckt mal, wir haben hier, lass deine positiven Gefühle Kreise ziehen. Ideale Vorgehensweise, erfolgreiches Team-Meeting oder erfolgreiches Teamarbeiten. Die Veränderung, die vorangeht und trotzdem nagt etwas an dir. Vielleicht traust du dich auch noch nicht so nach außen zu gehen.
Oder aber du wirst dieses immer wieder nach außen gehen, nach innen gehen, meine ich, was im Außen für dich, vielleicht hast du dich im Außen unsicher gefühlt. Das wird aber sich ändern durch dein erfolgreiches Auftreten, Fisch. Weil dein Typ wird gefragt sein. Und dadurch wollen die Leute dich sehen, mit dir reden. Du bist hier sehr männlich, sehr sexy, viel, sehr charismatisch, aber teilweise auch sehr egoistisch. Sehr ziel- und fokusorientiert. Auch wenn es nicht deine Energie ist, weil du ja Kelch-Energie bist, sehe ich dich aber trotzdem in der Energie der Feuerstäbe. Ja, also König der Stäbe ist ja Feuerelement. Du hast es hier aber, das kann ich dir ganz klar sagen, das habe ich gleich reinbekommen. Du hast es hier mit jemandem zu tun, kann dein Partner sein, der dir Unterstützung gibt. Du bist aber auf jeden Fall jemand, der hier die Zügel in der Hand hat. Das ist so eine High-Energie, die du hier sprühen lässt, weil es in dem Moment positiv wichtig ist. Das ist jemand, der dich hier begleitet in diesem Prozess, der mit on ist, der mit dabei ist. Kann eine Frau sein, kann ein Mann sein. Es ist halt die Energie, je nachdem, wie aktiv jemand dann in dem Moment ist. Und die männliche Energie ist eine sehr aktive Energie. So, und dann haben wir hier neue Wege gehen, langsam, aber sicher. Und wir haben die 6 der Stäbe. Du bist unfassbar erfolgreich, Fisch. Das ist hier eine Symbiose, die sich hier ergibt. Ja? Vielleicht bist du aber auch in einem Unternehmen. Das ist noch die weitere Variation, die eine Möglichkeit darstellt, dass das deine Mitarbeiter sind oder deine Kollegen sind. Dann haben wir, wenn ihr euch daran erinnern könnt, vorhin hatten wir den Herrscher gehabt als Outcome-Karte in der ersten Woche, dass du sozusagen hier eine Führung übernimmst. Entweder ziehst du dich zurück oder jemand zieht sich zurück von dir. Wir haben hier auch nochmal den Rückzug. Deswegen habe ich gesagt, ich sehe eher dich hier drinnen. Ne? Wir haben hier Rückzugsenergie und hier haben wir die Rückzugsenergie. Also ich denke mal, ich bleibe mal bei dem Passus. Du passt das bitte für dich an, Fisch. Dass du dich immer mal wieder zurückziehst, um dir Kraft zu holen. Ja? Ist auch gut so. Ist nichts Negatives, sondern das Leben bedeutet nicht nur arbeiten. Und du kürzt jemanden. Und das ist hier diese Person. Also du wirst hier ein Stück weit jemanden reduzieren, wenn du das Gefühl hast, ich ziehe mich davon zurück, ich reduziere den, wenn du das Gefühl hast, dass er deine Vorgehensweise hier blockiert. Und du versuchst dich, wie hinterm Rücken, neue Wege zu gehen. Dann haben wir hier aber 2 Themen. Einmal eine Beziehungskiste und einmal ein berufliches Ding. Na, mal gucken, was ihr mir hier noch so erzählt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, meine Lieben. Ja, also beides ist hier möglich. Ja, Heilung, Wachstum. Heilung und Wachstum durch ich gehe neue Wege, sagst du. Dadurch reduzierst du eine Person und ziehst dich zurück. Und das ist eine ideale Vorgehensweise, damit du stabiler wirst. Ja, und hier haben wir einen Gentleman. Vielleicht bekommst du hier sogar Unterstützung von einer dritten Person, die schon sehr erfolgreich ist und dir zeigt, wie es geht. Ja, also meine Lieben, ich kann euch nur eins sagen. Fühlt rein, macht das Beste draus, geht die Wege, die ihr gehen wollt. Wichtig ist immer, egal welche Wege ihr geht, dass die sich lichtvoll anfühlen. Dass du dahinter stehen kannst und sagen kannst, ich fühle, dass sich das gut anfühlt, wenn ich im Team erfolgreich arbeite, wenn ich die Veränderungen voranbringe und wenn ich mich immer mal wieder zurückziehe. Das ist super. Ja, und auch hier wieder in der zweiten Woche wirst du definitiv darum kämpfen, dich immer mal wieder zurückzuziehen, jemanden dir zu kürzen, fernzuhalten und neue Wege zu gehen, damit du in die Heilung gehen kannst. Und das ist eine ideale Vorgehensweise, die letztendlich dazu führt, dass du positiv ausgerichtet bist. Mega, wunderschön, meine Lieben. Danke für eure Abos, Likes und Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Denkt an die Abos. Ab 10.000 gibt es ein Live mit kostenlosen Fragen. Für euch. Ich freue mich, wenn wir es dieses Jahr noch schaffen. Ansonsten bleibt gesund. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.